Hola, Servus, willkommen zurück bei einer neuen Folge Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy. Wird Zeit, wieder mal Gefangene freizulassen. So, sehr schön. Shoppen auf, so muss es. So, Kinders, ich komme gleich runter. Seid ihr denn? Da ist ja schon wieder einer. Respawn die oder wie? Buenas noches, Kinners. Einmal bitte hier. I believe. Ja. Sehr gut. Also, wie viele Rancors gibt es hier unten eigentlich? So. Gracias. Dann gönnt euch mal. Ach, die findet schon alleine, oder? Ich begleite sie mal. Nur für den Fall der Fälle. Nicht, dass da so Profikiller am Werk sind wieder, ne? Das wollen wir ja nicht, ne? Ah ja, okay. Ja, die werden jetzt alle von Kyle abgeholt. Brav. Brav. Es waren nur vier, ne? Wo waren wir denn noch nicht? Wir waren da ganz hinten noch nicht, ne? Nicht wahr? So, wir kommen jetzt wieder auf Besuch. Oh Gott. Oh Gott, jedes Mal übertreiben sie. Alter, er läuft da einfach durch. Tja, kein Hindernis für den großen Jaden Core. Maul. So, hier war ich, da war ich. Wo muss ich noch hin? Sie haben 12 von 16 gefangen. Gehen Sie dem Rancor aus dem Weg. Ja, Classic. Ich geb mir Mühe, ne? Da waren wir auch schon, jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch hier hin. I believe. Sind das Sabak-Karten oder was? Richtige Spielhölle. Moin! So, was machen wir heute? So, Schnauze. Bam. Der hat ja auch seine Detonatoren nachher liegen lassen, ne? Nett von ihm. So. Wollen wir mal, ne? Ist hier noch irgendwas? Gucken wir mal, wo die Herrschaften sind. Wie die dann rausgeschubst werden, ne? Voll nice. So, Leute. Wo wollen wir hin? Ich weiß ja nicht mehr, wo ich bin hier. Ich glaube, wir gehen einfach schön aus. Oh, scheiß auf den Rancor. Rancor ist überbewertet. Und 101, ich habe keinen Bock auf Verfolgungsjagd. Das geht ja, wie gesagt, nur hat man letztes Mal gesehen, wenn man den so ein bisschen baitet und Abstand zu ihm hat. Weil ich glaube, wenn er einen grabt, dann machst du das mit dir. Es gab auch mal einen geilen Rancor-Fight in Jedi Knight 1 hier in Mysteries of the Sith in der Erweiterung mit Mara Jade. Das war auch ziemlich nice. Ultra nice. Kyle, hier ist Jade. Es waren alle. Geh zurück zum Zugangstunnel. Ich nehme dich dort auf. So. Mal easy. Gute Arbeit. Die Ältesten wurden zurück zur Stadt gebracht. Ich hätte zu gern das schleimige Gesicht des Hutten gesehen, als seine Gefangenen verschwunden waren. Beste. Master Skywalker und Master Katarn sind von ihren Missionen noch nicht zurückgekehrt. Dankeschön. Kontaktmann Sonju 5. Ja, gehen wir einfach jetzt alle der Reihe nach. So, was gehen wir hier?
Ein Arbeiter am Raumhafen auf dem Planeten Sonju 5 hat Informationen, die eine Verbindung des Kults zu den imperialen Hinterbliebenen nahelegen. Er versteckt sich jetzt in einem verlassenen Außenposten, 3 Kilometer außerhalb von Zorinhead, trifft den Arbeiter und findet heraus, was er weiß. Man sagte mir, dass ein Schüler der Fortschritten keine Probleme mit dieser Mission haben sollte. Okay. Müsst ihr wissen. Geistestrick, ja, das ist natürlich, dieses Machtschutz ist auch geil, aber das ist wirklich wichtig im PvP und auf höheren Schwierigkeitsgraden, glaube ich. Machtblitz Rules. Ja, normal und Schnellfeuer der Golden Arms. Dann nehmen wir das schwere Geschütz her. Ah, ich erinnere mich. Was ist das für ein Stick? Wieder Bike Time. Ach du Kalle. Schon werde ich verfolgt. Geh doch kaputt hier, Alter. Wo ist denn der? Guck mal, was machst du denn da? So, egal. Scheiß jetzt mal auf den. Und drift mal los. Alter, das Level war nice. So, basically Fast and Furious. Man kann auch jederzeit absteigen, aber das ist wieder so eine Mission, die ist darauf ausgelegt, dass man hier abgeht. Und schon können wir höher springen, Ehre. Da muss ich zum Beispiel rüber. Falsche Richtung. Okay, da unten geht's steil bergab. Bam. Tja, da muss ich wohl so rüber. Oh shit. Sind Sie der Jedi? Ja, erzählen Sie mir bitte alles über die Jünger Ragnus. Und beeilen Sie sich. Ich traf vorhin ein paar ungebetene Gäste. Und Sie könnten mir gefolgt sein. Wir sollten reingehen. Damit ist es sicher. Der Kult muss... Bei den Sith. Ich muss hier raus. Boah, wen hat der denn hier? Sieht aus, als käme ich den Weg nicht zurück. Hat der sich denn hier alles an Feinden zugelegt? Ja gut, ist klar, aber kann der nicht mal aufpassen? Die Spuren, die er hinterlassen hat, Junge, die müssen ja sowas von obvious gewesen sein. So, oh, jetzt Qual der Wahl, Lamborghini oder ein Maserati? Ein Maserati, let's go. Whee! Slow-mo time. Sheesh. Sheesh, Junge, wo bin ich denn hingeeiert? Alter, das ist ein Krampf, ey. Komm mal her hier. Jawohl. Komm her, du. Du Schlingel. Der ist eilig. Scheiß drauf, es geht jetzt einfach weiter. So, oh, das ist so sick mit dem Licht. Direkt Return of the Jedi Vibes, ey. Die falsche Richtung. Oh shit, den hat's erwischt. Mach die Scheiße kaputt. So. Falsch. Oh, das ist ja noch schlimmer drauf. Ich
gar nichts falsch. Warm. Ist halt das Geile, jede Mission geht anders ab, halt, ne? Das ist auch ziemlich nice. Whee! Man muss hier auch auf Aufprallschaden und so gucken. Sollen sie noch kommen? Ich glaube, ich muss einfach nur stiften, das war's. Kommt schon. Oh, die Explosion hat mich ein bisschen mitgenommen. Aber halt so schön. Wir haben nicht mehr viel Leben, also weder ich noch. Scheiße, ich hoffe, ich hab da nicht. Ich muss da trotzdem aussteigen, ne? Ja. Sofort. Ja, was geht hier ab? Big Bruder Moment. Großer Unschall. LOL. Ja, bitte. Alter, das Ding. Muss aufpassen. Scheiße. Dass ich das überhaupt überlebt habe. What the fuck? Ich darf mich auch nicht von denen anreimpeln lassen. Nur her hier. Wunder mit dir. Jawohl! So geht das. Bin ich hier richtig? Maybe. Ah, okay. Muss ich wissen. Ja, okay, da leidet das Ding drunter. Wenn man da ein bisschen zu grob mit dem umgeht hier. Kann ich verstehen. Was geht hier ab? So, na warte. Jawohl. Hell. Irgendwer ist gestorben. Ich hätte jetzt wie bei Dark Souls. Wenn irgendwo Seelenzähler als ich hier wird, ohne dass ich was gemacht habe. Need for Speed hier, ey. What the fuck? Ist hier weg. Junge, das ist so ein Affentheater, ne? Komm her, Autoscooter.